Moin und hallo bei Camperklatsch. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Tipps und Tricks, die jeder kennen muss. Sicherlich habt ihr das auch schon erlebt, wenn euer Abwasserablauf unter dem Fahrzeug ist, dass ihr schlecht rankommt. Bodeneinlass ist nicht immer vorhanden, Eimer drunter stellen, kommt man auch nicht dran. Tank runterrollen geht schon mal gar nicht. Heute zeigen wir euch, wie man für weniger als 5 Euro den Abwasserablauf des Abwassertanks nach außen verlegen kann. Praktisch, simpel, gut. Viel Spaß bei unserem Clip. Bei uns sieht der Abwasserauslauf so aus. Wie wir das gebaut haben und welche Teile ihr braucht, das zeige ich euch jetzt. Jetzt möchte ich euch die Teile zeigen, die ich für weniger als 5 Euro zusammengesucht habe im Baumarkt und wie sich das Ganze nachher zusammenbauen lässt. Wir benötigen ein HT-Rohr gerade, 40er und einen 90-Grad-Winkel. Der 90-Grad-Winkel wird später am Auslauf des Abwassertanks befestigt bzw. eingedichtet. Dafür habe ich hier so eine Kartuschenspritzpistole. Man kann da Mittel nehmen wie Fix It All und wie das alles so heißt. Kleben und Dichten ist so der Oberbegriff für das Ganze. Dazu benötigen wir jetzt aber noch eine Halterung des Abwasserrohrs, sonst wird es ja einfach außen nur so rumwabbeln. Die habe ich mir wiederum gebaut aus einer Rohrschelle, 1¼ Zoll. Dazu benötige ich noch eine Maschinenschraube, eine Kontermutter. Ganz wichtig, solche Gasrohrschellen. Die bekommt ihr bei eurem freundlichen Campinghändler. Ich baue das jetzt mal zusammen. So sieht die Schraube aus, mit all ihren Bestandteilen. Dazu kommt die Schelle. Und schon habe ich eine selbstgebaute Rohrhalterung für das Ablaufrohr. In der Praxis steckt man das nachher zusammen. Dann sieht es so aus. Oder, so wie es im Fahrzeug eingebaut wird, seitlich. Wie das Ganze jetzt unter dem Fahrzeug aussieht, das zeige ich euch gleich, nachdem ich mich umgezogen habe. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von unten an, da kriege ich mal unter den Bus. Ja, hallo, hier bin ich wieder. Jetzt liege ich unterm Fahrzeug, ganz schön eng hier unten, und möchte euch mal zeigen, wie das Ganze mit dem Abwasserrohr in der Praxis aussieht. Ich muss mich so ein bisschen umdrehen, ich kann euch nicht die ganze Zeit angucken. Hier haben wir das Plastikrohr, was wir uns eben zusammengebaut haben. Eingebaut sieht das Ganze so aus, das kann man stecken. Das hier ist dieses Abwassersystem, das ist in vielen Fahrzeugen verbaut. Normal wird dann hier das Wasser, würde hier das Wasser rauskommen. Ich habe das Ganze dann reingesteckt und mit Kleben und Dichten eingedichtet und eingeklebt. Auf der anderen Seite kann man hier jetzt ganz gut erkennen, die Halterung des Abwasserrohrs. Die haben wir uns ja auch schon gebaut. Und ich halte das Ganze mal daneben. So sieht das dann in der Praxis aus. Ja, es ist ziemlich identisch geworden. Wir haben hier die beiden Rohrschellen für die Gasleitung, die die Grundlage bilden für Blechschrauben, mit denen ich dann den Halter an der Karosserie befestigen kann. Die Blechschrauben, und es gibt ja auch die selbstschneidenden, da braucht man nicht mal vorbohren, die habe ich dann nochmal zusätzlich eingeklebt. Das heißt, ich habe vorher ein bisschen Kleben und Dichten drauf gemacht, dann habe ich das Ganze gegengebatscht, reingedrückt und dann habe ich mit einer selbstschneidenden Blechschraube in das Blech reingeschraubt. Ihr braucht also noch nicht mal eine Bohrmaschine dafür. Ja, soweit die Praxis. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Der Tipp war hilfreich. Und ich denke, es ist auch ziemlich simpel nachzubauen. Da wir gerade hier unten liegen, zeige ich euch schnell noch einen Blick auf unseren Unterbodenschutz und die gefetteten Falze und Hohlräume. Wie wir das gemacht haben, das zeigen wir euch in einem unserer nächsten Clips. Jetzt kriege ich hier aber mal wieder raus. Ah,
Das wird mir dann doch zu eng hier unten. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann schickt uns einen Kommentar. Hat euch der Clip gefallen? Dann würden wir uns als Dankeschön über einen Daumen hoch freuen. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr keinen unserer Clips verpasst. Bis bald, wenn es wieder heißt Tipps und Tricks, die jeder kennen muss. Tschüss, macht's gut, euer Bertil.